Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily, Job News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Klein. So, das war's Intro. Also. Habe ich das überhaupt? Ist das überhaupt richtig? Ich habe das Gefühl, dass das gar nicht so ankommt. Müssen wir mal gucken. Also, ja, Leute, wir schauen jetzt mal hier rein in Mamas Altmundschgarnstadt. Da haben wir den Mythic Bullock. Ja, finden wir den Mythic Bullock cool, noch die altmodische Garnischatulle. So, die Swing Dance Tire Box habe ich euch bereits gestern vorgestellt mit Swing Dance Luann. Mit Roller Disco Courtney, Luan Platter, Dr. Amy Wong, Nibbler on the Roof, Troubadour Jeff und hier diesen ganzen Kombos. Clarinets Dan, Super Dance Squad, Arlen's Man Squad und so weiter und so fort. Wer sich das nochmal genauer anschauen möchte, soll doch bitte nochmal ganz kurz in das Video von gestern reinschauen. Hier haben wir die Mythic Haley, freue ich mich riesig drauf. Mit meinem ersten Account werde ich sie mir holen. 6 Packs werde ich aufmachen. Music Video Stewie, Roller Disco Courtney. Big Mountain, Fudge Cake und Bill Daughtry. Vielleicht kriege ich das sogar noch Bill Daughtry. Das wäre mega geil. Würde ich mich riesig drüber freuen. Ja, Pack Opening wird jetzt auch wieder kommen. So, dann sind wir auch schon in der Daily Combo Mastery angelangt. Gucken wir mal hier. Da haben wir den Hottest Bill heute am Start. Schauen wir mal, was ist denn das? Das ist dieser da. Da haben wir einmal einen Bill. Und dann haben wir hier einen Borax Kid, zum Beispiel Shrimpy Shrimps. Equestronautenkostüm und so weiter und so fort. Das Ding sollten wir jetzt einfach mal maxen und gucken uns, wenn ich mir vorstelle, wenn es den Bill dann irgendwann nochmal eine Mythic-Version geben sollte. Alter Vater, das wird richtig brutal. Der ist sowieso schon heftig. So, da hättest du Bodyguard, hättest du motivieren und den Stoß durch die Mauer und das sind schon geile Werte. Muss man echt einfach mal so sagen. Wir schützen unsere Nachbarkarten und wir pushen unsere Nachbarkarten. Das ist cool, aber 500 Gems gebe ich trotzdem dafür nicht aus. So, dann haben wir den Space Cadet Chris. Wenn ihr aber genügend Gems zur Verfügung habt und habt den Bill, coole Combo, lohnt sich. So, Space Cadet Chris hier. Schau mal da rein. Das ist ein Chris mit dem Planet Express Schiff und dann hast du da auf der rechten Seite, wenn wir das Ding mal maxen, was kommt denn da raus, wenn wir das Ding maxen? Hier, dann hätten wir tatsächlich 24 Cripple und 24-fach Gas, 22 Angriff, 73 Leben. Ja, und die 24 Gas tun weh und die ist mit Sicherheit auch sehr effektiv, diese Combo. Dazu sage ich nur. So. Aber trotzdem 500 Gems gebe ich dafür nicht aus. Dann haben wir hier eine der Lieblingskombos von Ruffy, Traffy, der Student Fry. Und dann schauen wir uns das Ding mal an hier. Student Fry mit Stoß durch die Mauer und mit Cripple. Ich bin jetzt nicht ganz so begeistert von dieser Combo. Wir können die jetzt auch noch mal maxen und können uns mal anschauen, was dann passiert. Aber ja, 24-fach Cripple, Stoß durch die Mauer, 23 Angriff. Das reicht halt heute nicht mehr aus, ne? Also, da kannst du nicht viel mit mehr ausrichten. So, also 1000 würde ich dafür nicht ausgeben. Ja, dann sind wir auch schon bei der letzten Combo Mastery angelangt. Das ist hier der Fingercutter. Und das ist natürlich jetzt wieder so ein Ding, ne? Der Fingercutter, wo ich mir denke, okay. Da haben sie sich jetzt wieder eine Combo rausgesucht für hier den Bullock. Ja, schaut es euch einfach mal an. Diese Kombo ist nämlich tatsächlich gar nicht mal verkehrt. Die ist nämlich echt ziemlich stark. Aber wir haben hier natürlich einen Riesennachteil. Also zum einen geht es eben nur mit dem Mythic Bullock. Alles andere ist ja Käse. Was will ich mit der Common-Karte? Sowas braucht kein Mensch.
Nachteil bei dieser Combo ist, du hast nur diese eine Möglichkeit mit Long Stick with Sharp Rocks. Die einzige Waffenkarte, nicht nur die einzige Waffenkarte, ist die einzige Karte, mit der diese Combo machbar ist. Alles andere ist Käse. So, aber dann, wenn man die tatsächlich im Deck haben sollte, also solltet ihr wirklich so einen Long Stick with Sharp Rock haben und einen Mythic Bullock, warum auch immer diese Kombination bei euch im Deck zustande kommen sollte, dann ist diese Combo geil. Definitiv beste Combo heute. Absolut Oberhammer geile Mega-Combo. Ja, und da kann ich jetzt echt nur auch wieder das hier sagen. Ja, mega geil. Dazu sage ich nur mega, 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 mega. So, wenn wir auf die gleiche Größe kommen. Diese Combo ist eigentlich geil. Nachteil, wie gesagt, nur, dass es einmal vorkommt. Du hast Cripple, du hast Craze und hast Gas. Und das ist natürlich, also wenn ich mir vorstelle, du spielst diese Combo aus und der Gegner kann vielleicht noch gar nicht mal richtig angreifen, weil du schon das runterkrippelst. Dann kommt deine Gasattacke mit hinzu. Das heißt, du machst eigentlich an dieser Stelle schon 44 Schaden. Das sind auch schöne hohe Werte. Also hier lohnen sich 10%. Dann würdest du nämlich anstelle von den 44 Schaden plötzlich 48 Schaden schon machen, ne? Hast du 24-fach Gas und 24 Angriff. Und das ist schon ziemlich nobel. Ja, mega geil. 13 Craze. Ja. Und 22-fach Cripple. Also wer diese echt exotische Kombination bei sich im Deck hat und wer sich darüber glücklich schätzen kann, der sollte jetzt auf jeden Fall zuschlagen, weil diese Combo ist geil. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Slowdown. Wir nehmen gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.